Peter Heisenberger. Ich darf auch heute im Namen der Radverkehrsinitiative Friedrichshain Markt Pforzheim und des ADC Pforzheim-Enzkreis und unserem bundesweiten Aktionspartner zur heutigen Veranstaltung für Andreas bzw. für Nathalie begrüßen. Vielen Dank, dass ihr alle heute von nah und wirklich auch ganz fern zu uns nach Pforzheim gekommen seid. Unser Dank geht auch den Vertreterinnen von Verwaltung und Politik, die mit ihrer Anwesenheit gemeinsam mit uns heute ihre Anteilnahme zum Ausdruck bringen. Ich bin jetzt bei der Initiative Critical Mass und ich möchte euch jetzt einen Teil von der E-Mail vorlesen, die wir am Mittwoch von der Radverkehrsbeauftragte in Pforzheim gekriegt haben. Ich fand, sie hat sehr gut beschrieben, was Andreas für ein Mensch war. Das hat mich sehr berührt und ich hoffe, ich kriege es hin, das bis zu Ende zu lesen. Ich durfte Andreas Mandalka kennenlernen, ja, als ein sehr, sehr fordernder Mensch. Gleichzeitig habe ich ihn als einen sehr feinen Mensch wahrgenommen. Als jemanden, der ohne Schnörkel sehr respektvoll mit ihr kommuniziert hat. Im letzten Herbst bei einem Besuch in der Heimat habe ich meine Familie vom Klimatag erzählt. Nicht vom Aktionstag an sich, sondern von einem bestimmten Gespräch. Ein Mann hat mir gesagt, dass er mir bewusst nicht in die Augen schauen möchte. Er wolle damit aber nicht unhöflich sein. Es liege nicht an einer konkreten Person, sondern es bereite ihm generell Unbehagen. Außerdem fragte er mit sich, ob man sich im Amt über eine Dankeschön-E-Mail freue, als Antwort auf eine ausführliche Rückmeldung auf seine Fragen. Er könne nicht einordnen, ob so etwas als überflüssig gewertet wird oder ob es Freude bereitet. Ich war an dieser Stelle einfach beeindruckt davon, wie reflektiert und konkret er das Zwischenmenschliche für mich eingeordnet hat. Dieses Gespräch mit Andreas Mandalka bleibt mir bis heute in Erinnerung. Jetzt rede ich. In Pforzheim war Andreas der für uns Fotos gemacht hat. Der hätte heute die ganze Versammlung fotografiert. Wir hätten seine Bilder für unser Online-Auftreten, für unsere Plakate, für alles, was wir brauchen. Der hätte die teilnehmenden Zahlen gezählt. Wäre mit seiner ganzen Ausrüstung unterwegs gewesen. Der hätte vielleicht gefilmt. Er hätte uns bei den nächsten Planungen von der Stadt hingewiesen, pass auf, die Straße hier ist nur 2 Meter breit, ein Bus, der ist 2,25 Meter breit, ohne Seitenspiegel, die Zahl mit Seitenspiegel habe ich vergessen, das hätte er gewusst, das kann er uns nicht mehr sagen, er ist tot. Andreas war beim ADFC, wir haben ihm vorgeschlagen, Mensch, wir müssen noch mal deine Strecke zusammen da hochfahren. Wir haben es ihm vorgeschlagen, er hat nicht nachgefragt, wir haben nicht insistiert und so ist es dann nie passiert. Also mir ist ziemlich wichtig, dass wir mitnehmen, dass wir aufeinander aufpassen. Thomas Obst als Mittwoch bitten. Wir sind heute hier, um an den Menschen Nathalie zu erinnern. Er war vielen als Radaktivist bekannt, aber er war noch so viel mehr, für sehr viele. In den Kommentaren, die wir in der letzten Zeit lesen mussten, kam auch manchmal vor, ich kannte diesen Herrn. Und dann folgten Beschwerden, dass er mit dem Rad fährt und im Weg sei. Diese Menschen, die es zu eilig hatten, kurz zu warten, um dann mit Sicherheit, mit gutem Abstand zu überholen, mit Anstand zu überholen, die kannten ihn nicht, die haben ihn nur gesehen. Wir kannten ihn ein wenig. Er war sehr achtsam, bescheiden, aber auch entschlossen. Entschlossen,
für sein Recht einzutreten mit der von ihm gewählten Mobilitätsform, mit dem Fahrrad, ohne gefährdet zu werden, auch auf den bestausgebautesten Strecken zu fahren und nicht irgendwo am Rand auf einer Strecke mit Schlaglöchern und zusätzlichen Höhenmetern. Für dieses Recht hat er die Hilfe von Polizei und Justiz eingefordert. Die hat er nur äußerst selten bekommen. Damit konnte der Eindruck entstehen, dass es hier rechtsfreie Räume gibt. Ich wundere mich sehr, denn das ist so gefährlich. Und ich wundere mich, dass zugelassen wurde, dass dieser Eindruck entsteht. Er war von Anfang an beim Open-Bike-Sensor dabei. Ich habe, wie so viele, seine Videos auf sozialen Medien gesehen. Er war unglaublich engagiert. Ich schickte ihm Prototyp um Prototyp. Und so bescheiden wie er war, spielte er seine Rolle manchmal herunter. Er sagte, ich weiß gar nicht, was ich tue. Ich fahre ja nur herum und sage euch, was nicht funktioniert. Und hat so bescheiden Unglaubliches geleistet, dieses Projekt voranzubringen. Seine Beobachtungsgabe war einzigartig für Details und für das große Ganze. Ich kam zum Open Bike Sensor, als Andreas schon länger dabei war, weil ich zwei Hobbys mit Andreas teile, und zwar mit dem Fahrrad zu fahren und mich mit Computern auseinanderzusetzen. Deswegen kenne ich Andreas vor allem als Latin. Und ich habe erst erfahren, dass er Andreas heißt, als wir zusammen einen Verein gegründet haben, den Open Bike Sensor Verein, damit wir auch formalisiert an diesem Gerät zusammenarbeiten können und ein bisschen mit anderen Organisationen zusammenarbeiten können. Ich habe Andreas jede Woche in unseren wöchentlichen Calls kennengelernt und da hat er auch ganz oft über die Strecke gesprochen, über die wir jetzt gleich fahren werden. Er hat davon gesprochen, wie Autofahrer ihn bewusst gefährden, wie sie versuchen, ihn zu schikanieren, weil sie ihn auf dieser Strecke nicht sehen wollen. Er hat davon gesprochen, dass er auch Angst hat, durch diese fortwährenden Aktionen seitens des motorisierten Verkehrs. Und er hat uns aber auch immer wieder davon erzählt, wie sehr er sich dafür einsetzt, dass wir alle in einer Zukunft Rad fahren können, in der man ohne Angst Rad fahren kann. Und zwar überall dort, wo man es auch darf. Wir kennen das alle. Autofahrer fordern gerne die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung, wenn es Problem ist, ey, da drüben, da ist doch ein verpflichtender Radweg, mach dich doch darüber, aber mit den gleichen Worten auch, wenn da halt einfach gar kein Radweg ist, wie zum Beispiel an der Strecke, über die wir heute fahren werden. Wir wollen gerne auf jeden Fall nochmal seine Forderungen wiederholen, die er auch immer wieder im Internet publik gemacht hat, die er uns gegenüber geäußert hat, und zwar: Sanktioniert die Nichteinhaltung des Mindestabstands beim Überholen. Das geht oft auch ohne Technik. Und tatsächlich bieten wir, obwohl wir ein Gerät zur Messung dieses Mindestabstands bauen, dafür ist es nicht geeignet. Das ist für wissenschaftliche Untersuchungen geeignet, aber statistisch zu ungenau, um irgendwie gerichtsverwertbare Beweise zu produzieren. Da sind wir auch ganz froh drüber, weil wir nicht das für diesen Zweck brauchen. Setzt Polizisten regelmäßig aufs Fahrrad, auch auf Alltagsstrecken, damit das Bewusstsein da ist, wie sich diese Vermutungen auswirken. Und ich weiß, ich bin nicht der Erste, der sagt, aber 30 Euro dafür, dass man Radfahrer gefährdet, dadurch, dass man sie zu eng überholt, ist einfach zu wenig. Wenn man den Gegenverkehr gefährdet, weil man ihn zu eng überholt, ist das viel teurer. Und das muss auch bei Überholverstößen gegenüber Radfahrern gelten. Radfahrer sind kein Verkehrsmittel zweiter Klasse. Vielen Dank auch euch beiden für die ebenso klaren Worte. Als nächstes darf ich nun einen Vertreter der Pforzheimer Stadtpolitik ans Mikro bitten. Unser Stadtrat
Christoph Weisenbacher. Wo ist er? Hinter mir. Ja, hallo, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Im Frühjahr 2018 habe ich Andreas zum ersten Mal kennengelernt. Wir haben hier gemeinsam die Critical Mass gestartet und Andreas war ein Mitstreiter der ersten Stunde. Und als wir mit der Zeit häufiger ins Gespräch gekommen sind, hat er von seinen Erfahrungen auf der Straße und Begegnungen mit Auto- und Busfahrern erzählt. Er hat sie Blogs veröffentlicht und auf Video aufgenommen, ihr alle wisst es. Im Frühjahr 2019 wurde Andreas einmal mehr mit minimalem Abstand bei durchgezogener Linie und Gegenverkehr von einem Stadtbus überholt auf der Straße von Pforzheim nach Hugenfeld, die Landstraße 574, genau jene Straße, die wir nachher gemeinsam fahren werden. Nachdem er einen Brief von der leitenden Oberstaatsanwältin bekommen hat, habe ich mich in Absprache mit ihm dazu entschlossen, als Stadtrat einen offenen Brief an die damalige leitende Oberstaatsanwältin Mailänder und die damalige Polizeipräsidentin Denner zu schreiben und zu veröffentlichen, mit Kopie an Oberbürgermeister Boch, an ersten Bürgermeister Büscher, an die Geschäftsführung des Busunternehmens GBRVS, an den Verkehrsbetrieb Pforzheim und alle Stadträtinnen in Pforzheim. In ihrem Brief an Andreas spielt die Oberstaatsanwältin den Vorfall herunter. Thais hat es eben gerade schon gesagt. Sie schreibt ihm Belastungseifer zu. Sie bezeichnet ihn als Verkehrshindernis, weil er fahrbahnmäßig gegondelt sei. Und sie verweist auf den sehr gut befahrbaren Waldweg, der als Radweg ausgezeichnet ist. Ich habe Frau Oberstaatsanwältin Mailänder und Polizeipräsidentin Denner unter anderem Folgendes geschrieben. Ich zitiere: Ich finde es gelinde gesagt bemerkenswert, dass die Staatsanwaltschaft den Fahrradfahrer als Verkehrshindernis bezeichnet, obwohl er wie alle anderen Verkehrsteilnehmer rechtmäßig die Straße nutzt. Indirekt sprechen Sie als Staatsanwaltschaft dem Fahrradfahrer damit die Nutzung der Straße ab. Der von Ihnen angesprochene Fahrradweg im Wald zwischen Pforzheim und Hugenfeld ist erstens deutlich steiler als die Straße, zweitens mit geschottertem Belag, drittens mitten im Wald und war viertens zu dieser Zeit höchstwahrscheinlich mit Schnee bedeckt. Ich habe der Oberstaatsanwältin Mailänder zusätzlich 9 Fragen zu dem Vorgang selbst gestellt. In ihrer Antwort hat sie keine der Fragen beantwortet, mit dem Hinweis, ich sei kein am Verfahren Beteiligter. Stattdessen hat sie in ihrer Antwort unter anderem geschrieben, ich zitiere, bei dem Straftatbestand der Straßenverkehrsgefährdung handelt es sich um ein sogenanntes konkretes Gefährdungsdelikt. Das Vorliegen einer abstrakten Gefährdung genügt nicht zur Tatbestandserfüllung aus. Hier genügt es nicht, allein auf den Seitenabstand zum überholten Fahrzeug abzustellen. Im von Ihnen angesprochenen Fall kann im Hinblick auf die objektiven Feststellungen, wie die Vermessung der Fahrbahn und die Inaugenscheinnahme der vom Anzeigeerstatter, also Andreas, den Ermittlungsbehörden überlassenen Videoaufzeichnungen dieser Nachweis nicht geführt werden. Zitat Ende. Außerdem erwähnt sie noch, dass sie total viel Rad fährt in ihrer Freizeit und es super findet, wenn wir uns für ein besseres Radwegenetz einsetzen. Welch zynischer Nachhall klingt in diesen Worten nun. Und so waren fast alle Fälle, die er zur Anzeige gebracht hat. Für die Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden war es immer nur eine abstrakte Gefährdung. Für ihn war die Gefährdung dagegen sehr konkret. Und der Briefwechsel zeigt sehr gut, dass sowohl die Gesetzgebung als auch die sich daran orientierenden Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden immer eher autofreundlich agieren, auch wenn sie von sich selbst natürlich immer sagen, objektiv und im Sinne des Gesetzgebers zu handeln. Aber für mich war klar, Andreas hatte gegen diese juristische Ablehnung kaum eine Chance
Und solange Verkehrs- und Justizpolitik von autofreundlichen Parlamenten und MinisterInnen gemacht wird, ist nicht damit zu rechnen, dass sich diese Grundsätze ändern. Die Kommunalpolitik in Pforzheim hat darauf natürlich auch nicht reagiert. In Pforzheim gelten solche Radfahrer, wie Andreas es war, als totale Exoten. Ja, und liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, nun ist Andreas ganz konkret am 30.01. auf genau dieser Landstraße 574 gestorben, mutmaßlich bei einem konkreten Gefährdungsdelikt. Dieses eine Mal war es extrem konkret, so konkret, dass es ihn sein wertvolles Leben kostete. Die Politik sowie die Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden müssen sich die Frage stellen lassen, wie viele solcher konkreter Gefährdungen sind noch notwendig, um endlich Maßnahmen zu ergreifen, die den RadfahrerInnen überall in Deutschland nicht nur abstrakte, sondern ganz konkrete Sicherheit im Alltag geben. Vielen Dank.
haben. Ich habe jetzt das Feuer drauf. Wie dieses Motor ausgemacht.
Runterkommen und in die Dürnacher Allee rein. So. So. Furchtbar. Das war heute immer ein Tag.
Ja, das ist unglaublich gerne, aber das ist gerade so, ja.
noch eine Radrunde und dann ist das Feuer. Kommt der Verletzte nach dort? Die gerade noch von hinten ankommen. Der Zug war ja sehr lang. Dann werden wir noch einmal eine Schweigeminute machen, die eben gehabt mit der Hügel. Dann stellen wir das Fahrrad auf. Ich habe mich nicht mehr auf den Weg gebracht.
Thank you.
langsamer.
Oh.